Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Kochen mit Kai. Heute habe ich was ganz Leckeres für euch und zwar ich zeige euch, wie ich meine persönliche Thunfischcreme aus dem MCC noch etwas verfeiner. Ich mache eine extra Zutat dazu und das Ganze lässt sich wunderbar abends mit ein paar einfachen Schritten zubereiten. Ihr habt sowas, um mal kurz zwischendurch zu snacken oder ihr macht einfach ein kleines Fest und braucht eine Vorspeise. Ist wirklich unheimlich schnell gemacht. Und man benötigt keine Küchenmaschine dazu. Also ich mache das zwar mit dem MCC, aber ihr könnt das auch, wenn ihr es etwas grober mögt, ganz normal mit dem Messer zerkleinern oder auch einen Blender, so einen Mixer für die Zutaten, die ich euch danach zeige. Und ja, wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt da kurz dran. Ich mache da kein so langes Video draus, weil das ja auch relativ schnell geht. Und so kurz sollte auch das Video sein. Und zum Schluss habt ihr wirklich einen lecker schmeckenden Thunfischcreme nach allen Variationen erweiterbar. Ja, dann viel Spaß bei meinem Video. Mit ein wenig Hintergrundmusik steigen wir ein und zwar erstmal mit den Zutaten. Wir benötigen laut Monsieur Cuisine, das Rezept verlinke ich nochmal unten in der Beschreibung, 200 Gramm Thunfisch im eigenen Saft aus der Dose, 3 Stiele Krause Petersilie, 150 Gramm Frischkäse, Doppelrahmstufe, 1 Esslöffel Zitronensaft, 3 Prisen Pfeffer, 3 Prisen Salz und 1 Esslöffel Kapern in Lake abgetropft. Ich sage es gleich dazu. Ich habe das ja mit dem MCC gemacht. Das kann man aber auch mit jedem anderen Mixer machen. Beziehungsweise, wenn man das etwas grober von der Konsistenz mag, kann man alles mit dem Messer klein schnibbeln und hacken und dann einfach untermischen. Ich habe auch hier die Mengenangabe nicht ganz eingehalten. Ich habe den schon sehr oft gemacht und weiß, wo ich ein bisschen erhöhen kann und wo ich ein bisschen runter kann. Das ist, wie gesagt, immer nur so eine grobe Schätzung. Genauso mit dem Pfeffer und mit dem Salz, da sind die Geschmäcker ja auch immer verschieden. Den Thunfisch sollte man 10 Minuten vorher abtropfen lassen und leicht ausdrücken. Dann hat man zum Schluss in der Ziehphase im Kühlschrank nicht ganz so viel Feuchtigkeitsbildung. Da drückt sich dann das Wasser raus. Und als ersten Schritt muss man die Petersilie waschen, dann trocken schütteln. Das eignet sich immer so auf einem Küchenpapier. Die Blättchen abzupfen und mit eingesetztem Messbecher mit der Turbo-Taste 3 Sekunden zerkleinern. Ihr habt das jetzt am Anfang gleich gesagt bekommen. Ich habe eine extra Zutat dazu und zwar, ich mag das gerne mit Zwiebeln. Da habe ich einfach eine halbe Zwiebel genommen und habe die vorher ein bisschen klein geschnitten, damit der MCC mit diesen 3 Sekunden nicht ganz so viel Arbeit hat. Ich habe ihm dann allerdings insgesamt 6 Sekunden gegeben, damit auch wirklich alles schön fein ist. Ihr seht, ihr müsst das nicht immer machen, wie das hier beschrieben ist. Anschließend muss man das Ganze mit dem Spatel an der Innenwand des Mixbehälters nach unten schieben. Wer den MCC hat oder den MCC Trend, der wird das kennen. Das kommt öfters vor. Und ja, dann muss man den Thunfisch, Zitronensaft, Pfeffer und Salz hinzufügen und anschließend kommt der Frischkäse rein. Hier, wie gesagt, habe ich die Menge erhöht und deswegen waren das auch nicht genau 150 Gramm, sondern nach dem Pieps habe ich noch ein bisschen mehr dazugegeben. Dann hat man soweit seine Masse fertig und ihr seht auch, wie schnell das geht. Jetzt muss man die Kapern, die ja schon abgetropft sind, mit einem Messer fein hacken. Und je feiner ihr die hackt, ja, desto weniger muss der MCC hier leisten. Deswegen habe ich ja gesagt, ihr könnt das auch ganz normal auf dem Brett machen. Die Kapern muss man dann danach nicht extra in den Mixer. Wer sowieso ein bisschen diesen Geschmack von den Kapern mag, kann die auch einfach so reinmachen, ohne das dann nochmal zu zerkleinern zu lassen. Aber hier vorgeschrieben ist mit eingesetztem Messbecher 10 Sekunden Stufe 2 unterrühren. Hört das, das ist ja auch mehr Unterrühren. Und ja, dann haben wir schon die Thunfischcreme, die man dann in eine Schüssel umfüllen muss, denn jetzt heißt es laut Rezept mindestens eine Stunde kühl stellen. Am besten ist das über Nacht, wenn ihr natürlich ein Fest vorbereitet, macht die am Vortag, wenn die durchzieht, das ist natürlich richtig klasse. Es gibt noch einen Tipp von Monsieur Cuisine. Die Thunfischcreme passt besonders gut zu einem frischen grünen Salat. Die Thunfischcreme mit 2 Teelöffeln zu Nockenformen auf Brotchips oder Baguette anrichten und zu dem Salat servieren. Also wenn das nichts ist, uns schmeckt das immer wieder sehr lecker und ich denke mal auch euren Gästen, wenn ihr hier eine kleine Vorspeise zubereiten möchtet. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Heute ein kurzes, schnelles Video. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Über neue Abonnenten aktiviert gerne die Glocke, verpasst da keine weiteren Videos und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier aus meiner Küche auf meinem YouTube-Kanal Kochen mit Kai.